So, da bin ich wieder. Warte mal, wie war das Putzmittel? Irgendwas? Pillen? Sind nicht die Pillen, die die Kreativität anregen. Nur Nein? Vitaminpillen und Placebos mit ausgefallenen Namen. Ich krieg den Eindruck, dass Mikis Isolation ihn zu einem Keimophoben gemacht hat. Vielleicht bekomme ich so meinen Schlüssel zurück. Keimophob. Warte mal, jetzt kann ich mit ihm danach sprechen, oder? Ich fühle mich auf einmal so komisch. Oh, ich fühle mich auf einmal so komisch. Es sind bestimmt Flöhe von meinem Kater. Ich dachte, Meeres. Das sind bestimmt die Meeresfrüchte. Wahrscheinlich nicht ansteckend. Oh, das hat gut getan. Endlich löst sich der Schleim. Was? Ich muss mich waschen. Bleib hier. Bin gleich zurück. Muss nur Okay. kurz ins Bad. Ich hätte auch die Flöhe wahrscheinlich nehmen können oder so. Und Keine fass Ahnung. hier nichts an. Nee, nee. Scheiße. Was los? Geht zum Safe? Warum nicht funktioniert? Andere Ansicht. Das war's. Wow. Einige Negativen, Geil. Verträge, eine Bleispritze und ein Rechnungsbuch. Ach, und mein Schlüssel. Alter, der ganze Safe ist jetzt leer. Wir haben ihn ausgeraubt. Schnell hier rüber, bevor er wiederkommt. So, und jetzt schnell abhauen, oder? Keine Ahnung. Kommt der uns jetzt entgegen? Ja, und da ist er. Ich bringe dich raus. Mach das. Mach das. Dü -dü 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 -dü. So, was haben wir denn hier? Lass uns erstmal gucken. Okay, Buch, Bücherei, für irgendwann mal später. So, wir haben alle drei Schlüssel jetzt wieder. Das ist der gebrochene, genau. 35 mm negativ. Da ist der Prediger drauf. Und da heiraten zwei Typen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich find's stark. Goldies Der Vertrag. Vertrag von Goldie, der Nixe. Was haben Jetzt bin ich eine heiße Biene mit einer Bleispritze. wir Mickys geheime Buchführung. hier? Mickys geheime Buchführung. Ich weiß nicht. Warte mal, Goldies Vertrag. Wir gehen jetzt mal zu Goldie und bringen ihr erstmal den Vertrag. Würde ich mal sagen, wenn doch mal kannst. Ich habe deinen Vertrag von Mickey. Du bist jetzt eine freie Nixe. Alle Meere gehören wieder dir. Aber Joe und ich haben was gut bei dir. Versprochen? Geht das in Ordnung? Na, ich hoffe doch. Ja, und das war's. Siehst gut aus. Hab deine Schwester bei der Arbeit im Buchladen Hab gesehen. deine Schwester bei der Arbeit im Buchladen gesehen. Schön. Nur geschäftlich. Aber war trotzdem nett. Brauchst du auch eine Brille? Wie deine Schwester? Nein. Okay. Sonst nichts Bis erzählen, später. Alles klar. Ja. Warte, was war das mit dem Priester? Jetzt gehen wir mal in die Kirche. Wir können ihn ja damit mal konfrontieren. Oder wie das heißt auf Deutsch. Moment, das machen wir dann mal. Mal gespannt. Mal gucken, was dabei rumspringt. Boy. Wenn der wüsste, dass sein Safe nichts mehr drin ist. Er wird sich ärgern. Und er kann nichts machen. Wir haben eine Spritze. Warte mal, wo? Ruhig. Wo muss ich jetzt hin? Genau. In die Church. Wow. Statuen, du Prediger. Warte mal. So, der sagt immer den gleichen Text, deswegen kann ich direkt das Negativ nehmen. Ich behalte die Negative mal besser. Wenn ich die entwickeln lasse, könnten die Bilder den guten Prediger vielleicht davon überzeugen, mir einen Gefallen zu tun. Entwickeln? Wie soll ich die denn entwickeln? Brauche ich ein Fotostudio oder was?
Warte mal, die Bernadette arbeitet doch mit Farben. Und die Vivian? Och nee, ne? Das klingt schon wieder so doof, dass es logisch klingt. Das heißt, ich muss mit dem... Mit dem nach Vivian hin? Es wird ja mal immer komplexer hier. Okay, also... Gehen wir zu Vivian. Die hat ja die Drucker-Dings da. Vielleicht kann die uns die Bilder irgendwie... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss ja was machen. Die kennt sich ja damit aus. Die wird schon wissen, was wir machen müssen, denke ich mal. Das ist ganz blöde. Ist ja... Die hat ja was irgendwas damit zu tun, weil immer wieder... Ich behalte die Negative mal besser. Okay, ist also nichts zu machen. Was ist denn mit der Knarre? Mir nichts, dir nichts rumknallen führt nur zu Problemen. Okay, also lassen wir die drinne. Was haben wir Geheimnis? Besser nicht. Das könnte mir helfen, gegen Mickey vorzugehen. Mickeys geheime Buchführung. Okay. Darin ist ein Stempel von meinem Lieblingsbuchladen, den Lower Dabs. Wahrscheinlich hat es jemand gestohlen. Also bin ich hier falsch, da kann ich auch nichts machen. Okay, dann gehe ich mal zur Bernadette gehen. Vielleicht kann die mir irgendwie weiterhelfen. Brauche Koffein. Muss wach werden. Oder meinst du immer noch wach bleiben? So. Zeigen wir die mal, vielleicht... Klappt immer noch nicht. Zeichen, beschäftigt. Haben wir noch ihre Tasche noch gar nicht durchsucht, oder? Das können wir doch mal machen. Ich wette, sie ist randvoll mit Geheimnissen. Was redest du da? Arbeitest du an einem neuen Gedicht? Nein, nein. Komm schon, raus damit. Nein. Was in meinem Kopf rumschwirrt, geht nur mich was an. Der fühlt sich irgendwie angesprochen. Jetzt auf linke Maustaste. Nur Malkram. Oh, und eine weitere Haarklammer. Wofür auch immer ich die brauche. Mickeys geheime Rechnungsbuch, an was ich arbeite, komm raus damit. Warte mal, vielleicht ist er was. Auf keinen Fall. Okay. Irgendwie läuft heute nichts, wie es soll. Vielleicht. Ich habe das Gefühl, woanders könnte ich das besser gebrauchen. Okay. Gut, dann bleibt es erstmal im Inventar. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Der V-Schlüssel. V für Vivian, unsere Vermieterin. Okay, und der B-Schlüssel, der süßeste Schlüssel. Hässlicher Bengel oder was? Irgendein Schloss wartet auf diesen Schlüssel. Nee, der B war für Buch. Und das ist S-Schlüssel. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mit dem Negativ auch nichts anfangen. Okay, dann muss ich erstmal wieder raus. Merkwürdig. Wie geht's weiter? Guck, vielleicht kann ich noch irgendwas eintauschen oder sowas. Ich habe ja noch ein Buch, was in die Bücherei gehört.
Hast du noch was zu erzählen, Mäuschen? Nee, hab's nicht. Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar. Wow, Déjà-vu. Ich geb nach. Funktioniert das? Wäre das was für dich? Oh, wow. Das ist der fehlende Band. Endlich kann ich das komplette Set verkaufen. Ich bin gerade knapp bei Kasse, aber du kannst jedes Buch haben, das du willst. Abgemacht. Kann mir noch... Ich kann mir doch noch ein Buch aussuchen, oder? Klar. Aber ich hab grad keins, okay? Warte mal, das war doch auch was für dich, oder? Unsere alte Familienbibel. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie eines Tages verkaufen müsste. Oh, schönes Leder. Und Blattgold. Ein schickes Stück. Man könnte meinen, du hättest sie dem Prediger aus der Peter and Paul gestohlen. Oh. Hat er etwa auch so eine? Ich bin gerade knapp bei Kasse, aber du kannst jedes Buch haben, das du willst. Abgemacht. Okay. Ich glaube, das ist nichts für dich. Besser nicht. Das könnte mir helfen, gegen Mickey vorzugehen. Okay, dann behalte ich das mal. Ich versuche mit dem Negativ, vielleicht kann ich mir... Ich behalte die Negative mal besser. Ja, jetzt wird so langsam wird's jetzt ein bisschen interessant. Oh Mann. Warte mal, ich könnte ja nochmal nach Vivian gehen. Vielleicht muss ich erst mit ihr reden. Ja, manchmal ist es ja so, dass du erst reden musst und dann kannst du erst den nächsten Schritt einläuten. Also probieren wir das doch mal aus, genau. So, gehen wir nach oben. Reden wir erstmal mit ihr. Ich weiß nicht, ob da ein neues Gespräch hinzugekommen ist. Ausprobieren schadet ja nicht. Schön, dass du mich besuchst. Ja. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nichts zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was. Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Ja, und weiter? Schön, dass du mich besuchst. Was ist mit dem Schlüssel? Was weißt du über diesen Schlüssel? Ne? Deine Initiale ist drauf. Er könnte etwas in einer meiner Wohnungen versteckt haben. Er war gerade dabei, eines meiner Apartments zu renovieren, als sie ihn schnappten. Die Cops verbieten mir immer noch, sie weiter zu vermieten. Wie lautet die Adresse? Dupont Street. Über Dupont Street? Ach, stimmt. Das ist direkt hinterm... Ja, das hatten wir schon. Noch nicht. Okay, das ist noch zu früh. Bleib bloß damit weg von mir. Ich habe schon genug Kram. Okay. Das will sie also auch nicht. Was wär's denn mit... Mir nichts, dir nichts rumknallen führt nur zu Problemen. Okay, damit kann ich auch nichts machen. Wie wär's denn jetzt, ja? Auf keinen Fall. Okay. Vielleicht... Die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Warte mal, unterste Schublade. Die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Der wird dann auch nichts. Negativ. Ich behalte die Negative mal besser. Was mache ich denn jetzt, Annemarie? Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Ja. Wie geht's weiter? Sie sind voll mit Tinte. Okay, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Das war sie. Vor langer, langer Zeit. Komme ich nicht weiter. Hier hatte ich schon alles. Ich muss woanders hin. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo könnte ich jetzt hin? Was könnte ich jetzt machen?
mache ich denn jetzt? Warte, ich gehe nochmal mit in den Club. Ich will mal mit Bee reden. Hi, Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Warte mal, Foto Bee, warte mal, ich kann ihr doch die Negativen mal, warte mal. Oh, Günni, Alter, du heißer Feger. Warte mal, hol ich deck mal aus hier. Kannst du dieses Negativ für mich entwickeln? Kein Problem, ich kann das zu Hause erledigen. Okay, ich komme dann einfach später wieder. Wow, ich werd verrückt. Hier ist das Foto. Was ist auf dem Foto drauf? Der Priester ist in der Mitte zu sehen. Er führt eine Trauung durch. Er verheiratet zwei Typen. Matty und Sutter. Ich kann gar nicht glauben, dass die mich nicht zur Hochzeit eingeladen haben. Das Foto hab ich gemacht, weißt du? Mickey hat es mir abgenommen, um den Prediger zu erpressen. Wie bist du da rangekommen? Hab's Mickey geklaut. Echt? Naja, das sind meine Freunde, die da auf dem Bild heiraten. Ich will, dass sie das Bild kriegen. Das ist toll, Christine. Gib ihnen auch das Negativ, ja? Klar. Kannst mir vertrauen. Ein Foto vom Prediger, wie er die Trauung von Sutter und Matty durchführt. Was stand da? Erpressungsfoto? Ah, und jetzt kann ich damit in die Kirche gehen, oder was? What happened? Geil. Okay, ich muss los. Die hat uns das entwickelt, ey. Da muss man drauf. Die hat ein Fotoapparat, weißt du, dass ich mit dem Ding da zu ihr muss, damit die da. Okay, ich breche weg, ey. Oh Mann, ey. Okay. Oh, ey. Schön. So schön. So was hat man lange nicht gesehen. Oh, jetzt gehen wir jetzt direkt darüber. Ey, was geht? So, mein Freund, was sagst du zu dem Foto? Herr von und zu. Kommt Ihnen bekannt vor? Was wollen Sie? Sie arbeiten auf Alcatraz, richtig? Lassen Sie uns reden, mein Kind. Hier entlang. Ich weiß, was Sie getan haben. Ich habe das Foto. Das kostet Sie Ihren schicken weißen Kragen. Es war alles nur aus Liebe. Gott liebt alle Menschen. Ich dachte gerade, Sie wären da lockerer. Sie mussten doch auch kämpfen, um Joe heiraten zu können. Hören Sie, ich verwende das ja nur ungern gegen Sie. Aber wenn Sie das Negativ haben wollen, Sie müssen mir helfen, mit Joe in Kontakt zu bleiben. Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Lassen Sie mich wissen, was ich tun kann. Wegen unseres Deals. Sie haben versprochen, Joe und mir zu helfen. Okay. Aber nur, wenn Sie keinem diese Bilder zeigen. Was soll ich tun? Wieso hatte Mickey und Sie müssen Joe noch eine Information für mich fragen. Ich lasse sie dann mal vom Haken. Was frage ich als erstes? Wieso hatte Mickey diese Bilder in seinem Safe? Er hat angefangen, mich damit zu erpressen. Ein paar Tage nachdem ich Sutter und Matty verheiratet habe. Seitdem bin ich ihm ausgeliefert. Mickey kann sie zu gar nichts mehr zwingen. Sie müssen Joe nach einer Information für mich fragen. Wenn Sie darauf bestehen... Sagen Sie ihm, dass Evan den Kühlschrank bewacht. Er wird schon wissen, was ich meine. Hoffe ich. Ich lasse Sie wissen, was er gesagt hat. Ich lasse Sie dann mal vom Haken. Okay. Wir sehen uns, Padre. Pass auf. Dann wechsle ich an dieser Stelle doch mal rüber ins Gefängnis und, weil er ja mit Joe sprechen soll, wegen dem Kühlschrank. Okay, dann muss ich jetzt wechseln. Dann mache ich jetzt mal einen Ortswechsel und einen Szenenwechsel in den, nach Alcatraz. Yeah.